Dass Netflix schon seit längerem Ambitionen im Gaming-Bereich hat, wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal schon eine Weile folgt. Und es gab auch regelmäßige Hinweise, dass man sich vor allem auf Cloud-Gaming fokussieren will, was ja auch Sinn macht, wenn man wie Netflix ein Streaming-Dienstleister ist. Nach dem Start der ersten Netflix-Games, vor allem im Mobile-Bereich, beginnt man jetzt auch die ersten Tests im Bereich Cloud-Gaming. Alle Infos und Details gibt es jetzt hier im neuesten News-Video auf eurem Cloud-Gaming-Kanal Nummer 1. Bude for People. Seit 2021 bietet Netflix jetzt schon einige Spiele an, fast alles davon ganz klassisch im Mobile-Games-Bereich. Doch in letzter Zeit kommen vermehrt auch Spiele hinzu, die man vor allem von anderen Plattformen schon kennt. Spiritfarer, Reservoirs, Immortality und natürlich auch Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und mittlerweile sind es tatsächlich bereits mehr als 50 Spiele, die der Bereich Gaming auch in einem eigenen Menüpunkt umfasst. Alles das in der Smartphone-App. Aber all diese Games sind zum Herunterladen gedacht und müssen als eigenständige App über den Apple App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Ein klassischer Medienbruch also, zumal die Spiele dann auch nur auf eurem Mobile-Device spielbar sind. Das ändert Netflix nun aber beides, denn man startet erste begrenzte Beta-Tests in Kanada und auch im Vereinigten Königreich, diese Spiele dann auch auf anderen Geräten spielen zu können. Damit können einige von den Netflix-Abonnenten und Abonnentinnen dann entweder Oxenfree oder Mole's Horse Mining Adventure, Molehoose, or whatever, auf diesen ausgewählten Fernsehern oder aber auch PCs und Macs via Browser gespielt werden. Und obwohl man in seinem eigenen Presseartikel Cloud Gaming als Bezeichnung nicht einmal erwähnt, ist natürlich völlig klar, dass es sich um Spielestreaming handelt. Und ja, dieses Wording benutzt Netflix auch. Wie könnt ihr diese Spiele steuern, fragt ihr euch vielleicht. Also, am PC und Mac ist das ganz einfach. Klassisch via Maus und Tastatur könnt ihr da zocken. Am Fernseher gibt es ab sofort eine Companion-App namens Netflix Game Controller. Diese dient als Controller und kann dann auch in Zukunft sicherlich als Brücke für euren Lieblingscontroller genutzt werden, der dann via Kabel und oder Bluetooth angeschlossen werden kann. Der Stadia Bridge Mode lässt grüßen, falls ihr euch erinnert. Momentan ist die App jedoch erstmal nur via iOS auffindbar. Den Link poste ich euch übrigens in den Shownotes unten und natürlich gehe ich davon aus, dass hier auch bald eine Android-App zeitnah folgen wird. Bezüglich der Geräteauswahl stellt sich Netflix schon im Beta-Test sehr, sehr gut auf, denn man supportet bereits jetzt die Amazon Fire TV Geräte, den Chromecast mit Google TV, einige vermutlich neuere LG TVs, die Shield TV von Nvidia und natürlich auch Samsung Smart TVs und ein paar mehr Streaming-Sticks, die vor allen Dingen auf dem US-Markt relevant sind. Da können sich andere Dienste ruhig gerne mal eine Scheibe abschneiden, aber dazu in einem der kommenden Videos mehr. Ja Leute, der Sommer ist zwar noch nicht vorbei, mein Urlaub allerdings schon. Daher habe ich heute für euch gleich mal die kurzknackigen News zu Netflix-Bemühungen im Bereich Cloud Gaming aufgenommen. Das Spannende daran ist ja, dass man mit der Marke Netflix und all den verfügenden IPs bereits eine richtig große Bekanntheit erlangt hat. Daher macht es auch völlig Sinn, die ersten Spiele aus bekannten Franchises zu erstellen. Zum Beispiel halt, wir haben Stranger Things Spiels und es gibt auch ein Narcos-Spiel. Damit Fans dieser Serien gegebenenfalls dann auch Zeit mit diesem Gaming-Content verbringen. Und der Vorteil der Cloud-Infrastruktur ist dann natürlich, dass man nicht mehr nur auf reine Mobile-Games beschränkt ist. Sollten die Tests also zufriedenstellend laufen, dann stehen uns größere Games, egal ob aus eigenen IPs oder hinzugekauft, eigentlich nichts mehr im Wege. Denn bei einem bin ich mir sehr, sehr sicher. Netflix wird die Spiele am Ende auf möglichst alle Geräte bringen. Das zeigt man doch jetzt schon. Und übrigens macht man das ja genauso wie mit Filmen und Serien. Daher wird es spieletechnisch immer natürlich auch eine Auswahl an Games geben, welche ihr mit dem Controller spielen müsst. Ansonsten macht das nicht wirklich Sinn, an einem Device einfach so Maus und Tastatur anzuspielen. Was haltet ihr von diesen Tests und vor allen Dingen von dem Potenzial von Netflix in der Branche?
Branchenneulinge wie Amazon oder Google tun bzw. taten sich ja ziemlich schwer im Bereich Gaming. Die Platzhirsche sind einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Hat Netflix aber eine Chance? Gebt ihr dem Ganzen eine Chance? Schreibt es mir wie immer gerne in den Kommentarbereich unter diesem Video und lasst doch gern auch gleich einen Like und ein Abo da, falls ihr keine Infos mehr verpassen wollt. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald zum nächsten Video. Ciao! Hey Google, stopp! Works like charm. Dieses Video okay, ist eine dann wollen wir mal mit dem ersten Video hier wieder heute. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Ich freue mich! Aus Dresden in die Welt. Das hätte ich mal. Musik von Deichken und Deep Ciao. Music. Zwiebeln.